heute. Und zwar, wie immer wieder, Arma 3 Rule of Epic 2.0. Altbekannt, neu bekannt, wie auch immer. Neue Equipment hier. So, ich geh jetzt mir jetzt nicht mehr hier hauen. Jungs, Geld holen. Wir gehen jetzt Geld holen. Geld holen. So. Was macht ihr da? Ja, boxt euch, Jungs. Ich geh mal Geld holen. Ja, mach das. Yogi. Ja? Ja. Warum läufst du Geld holen? Fahr doch mit dem Auto. Na, ich schau mir die Gegend an. Doch nicht. Yogi, ist nicht hier geschossen? Ich seh das schon. Pass doch auf, geh weg da! Jo, geh mal kurz Geld holen. Ich muss gleich mal tanken. Meine ist schon fast halb leer. Okay. Oh, apropos tanken. Ich Benzin kann ich dann mitbringen. Da kam Auto. Den hab ich immer dabei, das hast du von mir. Ey, wie viel Geld brauche ich eigentlich für so eine Würfe nochmal? 2000, 3000? Keine Ahnung. Neben 20.000 bitte. Was? Nein, das ist zu viel. Nein, das heißt, kannst du auch zurückbringen. 20.000? User left your channel. Wo kriegt man Benzinkanister her? Beim Supermarkt, ne? Ja, ich glaube schon. Aber wir müssen mal zur Tankstelle. Ich habe nur noch halben Tank, also ein Dreiviertel habe ich noch. Ich fahre mal kurz nach Scherno zum Supermarkt. Bring mal genug mit. Nein! Yogi, da ist eine Wand. Ich seh's. Ich seh's, ich seh's. Ich seh's. Ich hätte vorhin den ADAC in die Luft gejagt. Wieso willst du das machen? Warum willst du das tun? User joined your channel. Leute, ich schon wieder fast den ADAC erwischt. User was macht ihr denn auch immer da, wo ich gerade die Kurve schneide? Keine Ahnung. Ich glaube, der will in die Luft fliegen. Ist halt krank.
Ach, ich habe zu wenig User Geld joined your mitgenommen. channel. User left your channel. Aber Real Life RPG 2.0, da krieg ich keine FPS-Drops mehr in der Stadt. Oh Mann, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich auch nicht. So. Ich hab mal 10 Benzinkanister gekauft. Ich hatte zu wenig Geld. Ich hatte zu wenig Ach Geld. Ja. Wollen wir auf ihn warten oder wollen wir einfach fahren? Ja, lass hier vorne warten. Okay. Ich glaube, ich habe schon wieder die Bullen am Arsch. Lass uns zum Yugi fahren. Okay. Guten Tag, Geschwindigkeit Herr Jones, was machen Sie da auf dem Boden? Würde Sie mal bitten, Hä? Was denn? Was los? Was gibt's? Was? Was? Ich höre Sie so schlecht, Sie müssen lauter sprechen. Ja. Sie dürfen nicht Offroad fahren. Und Yugi, oh, Entschuldigung. Ja, ich habe gerade die Polizei, die weist mich darauf hin, dass ich nicht Offroad fahre. Entschuldigen Sie. Außerdem sind Sie sehr lange vor uns geflüchtet. Wir sind mit Sirene hinter Ihnen hergefahren und Sie sind erst hier angehalten. Nee, das habe ich nicht gehört. Tut mir leid. Ich wollte hier hin. Also, ich wollte mir eine Waffe kaufen. Habe ich leider nicht gehört. War zu leise. Wissen Sie, wie laut unsere Sirene ist? Nee, ich habe auch nie... alle 3 Jahre immer einen Hörtest und ich bin ein bisschen... Naja, schwerhörig. Tut mir leid. Gut, der Don, doch mal ein... Was ist denn hier los? Der Herr, bitte einmal zurück zu Ihrem Fahrzeug gehen. Dankeschön. Okay. Es ist, ich habe Sie ja vorher schon mal angehalten. Ich erkenne Sie natürlich an Ihrer Kleidung. Ja, und... Naja, ich meine, das ist jetzt das zweite Mal in kurzer Zeit. Was sagen Sie dazu? Ich werde Ihnen jetzt einen Strafzettel ausstellen. Na gut, also... Und damit Sie danach... Yugi, du brauchst an die Punkt. Straßenverkehrsordnung halten. Ja. Also diesmal muss ich das eingestehen. Also ja, ich bin irgendwie vom Weg abgekommen ein wenig. Tut mir leid.
Ja, habe ich Pech gehabt. Da muss ich jetzt leider zu stehen. Nein, schau mal, mein Fußgeldkatalog. So, ich guck auch mal in den Bußgeldkatalog. Na, ja, ich hab den ja hier. Ich muss ja immer am Laufenden bleiben, ne? Kann ja nicht so. Gibt ja auch Cops, ne? Also ich will jetzt nicht Sie damit meinen oder Ihren Kollegen, aber Sie wissen vielleicht, was ich meine. Die zocken einen mehr ab, als man eigentlich, naja, bezahlen müsste. Aber ich denke mal, Sie sind ein guter, oder? Die sind doch ein guter Cop. So, ich hoffe doch. Ja, danke, Herr Jones. Sie machen Ihren Job richtig gut. So wie beim ADAC. ADAC, die sind Halsabschneider. Oh ja, die sind sehr teuer. Also Halsabschneider, die müssen ja auch leben irgendwie, aber ist schon... Ja, aber... Ja, ich weiß, das ist schon viel Geld, was die einen abluchsen für... Halt nicht die Waffe in mein Gesicht, hallo! Also ich stelle mich mal hier hin. Eine Strafe in Höhe von 2500 Dollar. Schnäppchen. Psst! Schnäppchen ist das, was ich für ein Schnäppchen halte. Also das ist auf jeden Fall eine angemessene Strafe, würde ich sagen. Da sind mich... Eine Unterschrift bitte. Ach genau, wir wollten auch mal gerne überprüfen, ob Sie einen Werkzeugkasten und einen... Warten Sie mal, warten Sie mal eben. Ich muss mir da drüben eine Waffe kaufen und meinen Kumpel mal eben eine runterhauen. Ey, du Traitor, du verdammter Traitor. Ey, Yugi, hier, guck mal, ich geb dir mal einen Werkzeugkasten, den hast du auch. Ja. Nein. Den habe ich nämlich vergessen zu kaufen. Gut, haben Sie denn einen Erste-Hilfe-Kasten? Ja, den habe ich. Doch, den habe ich, klar, den habe ich. Den haben Sie, den Erste-Hilfe-Kasten? Ja, den habe ich natürlich. Ich bin nämlich vorhin gestorben, ich hatte einen kleinen Autounfall und dann habe ich vergessen, mir erst den... Du bist den, gestorben? Oh, Sie müssen wissen, dass hier ist ein Geist. Den Werkzeugkasten, ja. Ja. Okay, aber Sie haben einen Erste-Hilfe-Kasten? Ja, den habe ich definitiv. Und Werkzeugkasten habe ich auch. Können Sie mir den bitte zeigen? Gibst du mir bitte meinen Werkzeugkasten, den ich dir geliehen habe, Herbert? Nein. Oh, ja, klar, doch hier. So. Nein. Ich habe ihn dem geliehen. Gehen Sie ein paar Schritte zurück. Jetzt können Sie mir doch nicht meinen Werkzeugkasten wegnehmen. Das ist jetzt aber nicht das ist Albers. Das ist Albers. Nein, das ist... der Yugi hat ihn vorhin einen Werkzeugkasten geliehen und den muss der Herbert ihm jetzt wieder geben. Ja, so sieht's aus. Oh, Albert. Darf ich denn. Albert, nimm deinen Werkzeugkasten. Danke, mein Werkzeugkasten ist wieder da. Danke, Herbert. Gut. Ja, was denn? Wir haben alle genug Werkzeugkästen dabei und dann hat man schon mal eine Panne. Albert, haben Sie denn auch einen Werkzeugkasten und einen Linkser dabei? Ja, warte mal, ich gieße mal kurz ein. Ich habe ihn dir alle gegeben. Verstanden. Er hat nämlich ein altes Auto und er hat öfter schon mal eine Panne. Dein Erste-Hilfe-Kasten? Ja, warte mal, hier ist dein Erste-Hilfe-Kasten. User left your channel. Oh, danke. So, Officer, jetzt zu Ihnen. Hier, warten Sie, ich leg alles auf den Boden. Der Erste-Hilfe-Kasten, der Werkzeugkasten. Ja, okay, wir gehen weiter. Alles klar. Beim nächsten Mal kommen Sie nicht damit durch. Okay. Oh mein Gott. Herbert, du bist ein kleiner Traitor. Aber war lustig. So, jetzt kaufe ich mir eine Waffe und er schießt dich. So. So wird man die Cops los heutzutage. Eine Bedrohung, oder? Achso, Herbert, brauchst du jetzt eigentlich noch Benzin? Ja, ich fahre doch gerade tanken. Okay. Ah ja, was haltet ihr nochmal von kleinen Katz? Warte, ich kaufe mir eben hier was zu essen und zu trinken, nein. In 90 Minuten ist Server Restart. Meint ihr, wir schaffen das, was wir vorhatten? Ich muss noch bearbeiten, alles drum und dran. Das wird richtig lange. Okay, ja toll, dann schaffen wir das doch nicht mehr. Gut, dann ja, müssen wir das in der nächsten Folge machen. Weil das dauert richtig lange. Und das Geld wird immer weniger. Hey! Oh du Kleiner, damit hätte ich rechnen müssen. Normalerweise hätte ich dir erstmal einen überbraten sollen. Ja, so ein Ausraum. Soll ich dich mal ausrauben?
Nein! Nee, dann kriegst du seinen Wanted-Dollar. Guck mal, wie er da hängt. Ich glaube, der hat noch ein bisschen mehr Geld dabei. Ja, guck mal, der ist total steif, ey. Der hat sich wahrscheinlich auch. Oh. Ja, steh mal, geh besser weg. Okay. Oh, spring, hüpf, komm, hüpf. Ein kleiner. Ja, komm, egal jetzt. Ja, was stellen wir jetzt noch so an mit der. Ach so, wir wollten einen kleinen Cut machen. Das machen wir jetzt. Nein. Ah, Ja, genau, also wir machen Zeitcut. So, ich habe mich schlafen gelebt. Tschüss.